Erhöhe deine Sichtbarkeit mit Offline-Werbemitteln für deinen Online-Auftritt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Wie werde ich im Internet sichtbar? Heute geht es darum über Online-Marketing mit Offline-Werbemitteln. Die meisten Menschen denken bei Online-Marketing hauptsächlich an digitale Werbemittel wie Social-Media-Anzeigen oder Suchmaschinen-Marketing. Dabei gibt es auch für deinen Online-Auftritt zahlreiche Möglichkeiten der Offline-Werbung, die die Sichtbarkeit erhöhen können. Im Folgenden werde ich näher auf dieses Thema eingehen und erläutern, welche Offline-Werbemittel für den Online-Auftritt geeignet sind und wie sie eingesetzt werden können. Eine der beliebtesten Möglichkeiten ist die Nutzung von Werbemitteln wie Visitenkarten, Flyern und Broschüren. Diese können auf Messen, Veranstaltungen oder im Rahmen von Kooperationen verteilt werden. Das Ziel ist es, potenzielle Kunden auf den Online-Auftritt aufmerksam zu machen und ihnen wichtige Informationen zu geben, damit sie sich auch später an das Unternehmen erinnern. Dabei sollten die Werbemittel ansprechend gestaltet und mit einem klaren Call to Action versehen sein, um die Interessenten direkt auf die Webseite oder den Social-Media-Kanal zu leiten. Ein weiterer wichtiger Offline-Kanal für den Online-Auftritt ist das Sponsoring von Veranstaltungen oder Sportteams. Durch das Sponsoring kann das Unternehmen nicht nur seine Bekanntheit steigern, sondern auch einen positiven Eindruck bei potenziellen Kunden hinterlassen. Die Nennung des Unternehmens auf Plakaten, Eintrittskarten oder T-Shirts sorgt für eine hohe Reichweite und kann auch in der Online-Kommunikation genutzt werden, indem beispielsweise auf Social-Media-Kanälen über das Sponsoring berichtet wird. Eine weitere Möglichkeit der Offline-Werbung ist die Nutzung von Werbeträgern im öffentlichen Raum. Dazu zählen beispielsweise Plakatwerbung oder auch Anzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften. Diese können gezielt in der Region platziert werden, in der das Unternehmen tätig ist, um potenzielle Kunden anzusprechen. Auch hier sollte der Call to Action klar formuliert sein und auf den Online-Auftritt verweisen. Neben diesen klassischen Offline-Werbemitteln gibt es auch innovative Ansätze, die die Sichtbarkeit erhöhen können. Beispielsweise können Unternehmen Guerilla-Marketing durchführen, bei denen sie überraschende und kreative Aktionen in der Öffentlichkeit durchführen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Auch hier kann die Aktion online begleitet werden, um die Reichweite zu erhöhen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, die Sichtbarkeit des Online-Auftritts durch Offline-Werbung zu erhöhen. Wichtig ist dabei, dass die Werbemittel ansprechend gestaltet sind und mit einem klaren Call to Action haben, um Interessenten direkt auf die Webseite oder den Social-Media-Kanal zu leiten. Durch gezielte Sponsoring von Veranstaltungen oder Sportteams sowie durch die Platzierung von Werbeträgern im öffentlichen Raum können Unternehmen eine hohe Reichweite erzielen und potenziellen Kunden auf sich aufmerksam machen. Ein weiterer Vorteil der Offline-Werbung ist die Möglichkeit, auch Zielgruppen zu erreichen, die weniger affin für digitale Medien sind, insbesondere ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränktem Zugang zum Internet. Können durch gezielte Offline-Werbung angesprochen werden. So kann das Unternehmen seine Zielgruppe erweitern und neue Kunden gewinnen. Wichtig ist jedoch, dass die Offline-Werbemittel sorgfältig ausgewählt und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden. Eine schlecht gestaltete Visitenkarte oder ein unpassendes Sponsoring kann schnell das Gegenteil bewirken und das Image des Unternehmens negativ beeinflussen. Es ist daher ratsam, professionelle Agenturen oder Designer hineinzubeziehen, um sicherzustellen, dass die Offline-Werbung effektiv und ansprechend ist. Offline für Online. Um deinen Online-Auftritt aufmerksam zu machen, ist es hilfreich, diverse Offline-Werbemittel zu verwenden. Hier ein paar Beispiele für meiner Meinung nach relativ langwirkende Werbemittel, je nach Branche natürlich unterschiedlich. Und jedes Produkt zeigt natürlich auf deinem Online-Auftritt. Werbekugelschreiber, Werbefeuerzeug, Visitenkarten, Flyer, Folder.
vor allem die Autobeklebung, T-Shirts und sonstige Merchandise-Produkte, ein Roll-Up, einen Banner, deine Schaufensterbeklebung, öffentliche Wegweiser zu deiner Firma. Hier rate ich dir unbedingt, gleich den Link zu deiner bevorzugten Seite zu integrieren. Wenn nur dein Name enthalten ist, muss der potenzielle Kunde wieder eine Suchmaschine befragen und wenn es ähnliche Namen gibt, ist auch die Verwechslungsgefahr nicht ohne. Zudem kannst du von jedem Werbeobjekt wieder ein Posting auf Social Media machen. In allen Fällen sollen die Gegenstände und Drucksorte zu deinem Unternehmen führen. Da du jetzt natürlich an Details interessiert bist, stehe ich dir auch sehr gerne zur Verfügung. Und mehr Infos zu diesem Thema mit deinem Offline-Auftritt für deinen Online-Auftritt findest du auf markusflicker.com und im Buch auf Amazon erhältlich »Wie werde ich im Internet sichtbar für deinen Internetauftritt?« Freue mich auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.